Ja, komm, wir machen bei 3, 2, 1 auf Play, okay? Nein, Digga! Wir machen wohl together! Nein! Was schauen wir denn an? Dein Video. Wieso steht da Covid-19? Ich dachte gerade, das Video von dir heißt Covid-19. Aktuelle wissenschaftliche Informationen. Das liegt daran, weil ich den weil ich im Titel Corona habe, deswegen wird es instant gemeldet. Stimmt. Bitte schön. Ich könnte hier drauf drücken, dann wird es im Fernsehen unten abgespielt. Ja, gut, danke, dass du es da reingeschickt hast. Du denkst mit, danke. Ich denke wirklich mit. Ja. Das muss ich appreciaten, okay, dann schauen wir mal. Hier, kommt alle rein, bam, jalla, Abfahrt, los geht's. Achso, es geht noch nicht los. Ja, es geht jetzt nicht los. Los geht's. Digga, ich gehe da jetzt rein. Geht's bei irgendjemandem schon los? Nein, es gehen noch Menschen rein. Ah ja, Menschen. Und los. Ja, die Mehrzahl von Menschen ist Menschen. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Boah. Das ist Peppa Wutz. Für dich. Dann sind sie davon nicht erregt. Nein, Tampons Digga. Sind nicht. Was? Der war rekordverdächtig. Peppa Wutz. Mundkliff. Das ist lustig, wenn du krank warst. Dr. Hamster. Peppa ist mit Goldie, dem Fisch, zur Untersuchung bei der Tierärztin. Du hast einen kranken Fisch. Sie ist sehr hübsch. Dankeschön, Frau Dr. Hamster. Hallo? Achtung, das ist schon überfallen! Herr Elefant und seine Familie machen eine Wanderung in den Bergen. Hier liegt eine kranke Eidechse. Gecko. Das ist ein Gecko. Eidechse. Gecko. Eidechse. Wo haben wir Christmas? Und weiß alles über Eidechsen. Gecko. Er ist ein Schlauberger. Gecko. Ich bin gleich da. Oh, können wir denn auch mitkommen? Nein. Hä, als ob die da gehört haben, was der Typ auf dem Telefon gesagt hat. Oh. Ja, normal. Sausia. Creepy. Ja, Schorsch ist einfach der größte Ehrenmann. Sausia. Auf und davon. Ich wusste gar nicht, dass Sie einen Notarztwagen haben, Frau Dr. Hamster. Klar doch. Ich bin die fliegende Frau Dr. Hamster. Gott sei Dank, die Tierärztin ist da. Lassen Sie mich durch, Tierärztin im Dienst. Wo ist die kranke Eidechse? Give me some money raus from the Kasse. Give me some money schnell raus from the Kasse. Ich hätte so ein bisschen aufs Gecko gewartet von dem Elefanten. Armes kleines Gürkchen. Was hat die Eidechse denn für eine Krankheit? Oh nein. Die scheint verkehrt herum. Was ist das für ein dummes Scheiße eigentlich? Liegt verkehrt rum, Junge. Kein Wunder, dass niemand mehr Arzt wird heutzutage. Da muss ich auch einen Arzt rufen, Alter. Oh, schon wieder ein nächstes Mal, wenn ein Marienkäfer auf dem Rücken liegt oder so, dann rufe ich auch den Arzt. Hallo! Opa Wutz ist hier am Apparat. Opa Wutz ist mit seinem Boot draußen auf dem Meer. Oh, Papagei krank. Ich bin gleich da. Guck Quality Holy. Da kommt die fliegende Boot. Wo landen wir denn hier überhaupt? Das ist ein Flugzeug, Peppa. Wir können auf dem Wasser landen. Boah. Hallo, Peppa. Schorsch. Hallo, Opa Wutz. Wir sind alle gekommen, um Polly zu helfen. Seit wann geht es Polly denn schlecht? Papagei krank. Aha. Ich glaube, ich weiß, was Polly fehlt. Yes. Sie ist Polly. Krank. Oh. Bringt sie wieder ans trockene Ufer. Je eher, desto besser. Da ist eine Insel. Lass einfach mal so ein Tier auf so einer Insel liegen lassen. Besser, Polly. Oh, Papagei krank. Hurra! Fühlt sich krank. Sehr gut. Oh, doch nicht schon wieder Notfall. Hallo? Ja. Hallo, hier spricht Papa Wutz. Papa Wutz ist in seinem Büro. Auf unserem Dach sitzen ein paar Entenküken. Ich bin schon unterwegs. Die geht mal so auf den Sack mit ihrem Hamburgerisch, Alter. Mir fällt jetzt. Boah, ich hätte statt Enten gekommen, einfach die Mari-Entkäfer hinten müssen. Oh, die Platz, Alter. Mari, ist da. Frau Ente hat ihre Mari-Entkäfer dann reingelegt. Und nun sind Frau Ente ihre Ente aus unsere Eier gelegt. Mm. Wir
Wer kann gut ein Quackgeräusch machen? Ich. Ich kann wirklich sehr, sehr gut quaken. Du hättest vielleicht kacken dort oben können. Dann quack mal. Und die Entenküken werden dir folgen. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Bring sie gleich zurück zum Ententeich, Peppa. Bitte schieß okay. Jetzt weg so. Ich bin Mama Ente. Ja. Ich wusste nicht, wie ich das umsetzen kann. Ja, das ist schwierig. Musst du erstmal aufschneiden, weil das ist wirklich nur was. Das dauert dann mehrere Tage. Ich wollte eigentlich auch, dass das Flugzeug ins World Trade Center reinfliegt, aber es konnte ja, ich nicht. Ja, wir haben auch schon dran gedacht, dass das wirklich ist. Hab ich auch schon, hab ich gehofft. Alles nur wegen mir. Hallo? Gib mich für Money raus, ist denn schon wieder ein neuer Notfall? Ja, da spricht Herr Hamster. Wir trinken jetzt Tee. Tschüss! Auf Wiedersehen, Dr. Hamster! Lass sie da einfach alleine. Junge, bitte kommt die Hamster nie wieder vor, die geht mir so auf. So sieht der Arbeitstag einer fliegenden Tierärztin aus. Nicht schlecht. Ja, schon nice. Ja, ich dachte, vielleicht schneide ich auch mal was im Stream, sowas. Wenn ihr wollt. Dann könnte ich vielleicht auch noch so von jedem so eine Meinung einholen, was man jetzt für einen Gag macht oder so. Mal gucken, oder irgendwas in der...